3,1 Millionen. Das war die Zahl der Touristen, die vor dem Krieg, also 2021, in die ukrainische Hauptstadt gereist sind. Dann kam der Krieg und natürlich die Touristen blieben weg. Jetzt, nach deutlich mehr als 1,5 Jahren Krieg, gilt Kiew zwar als sicherer als andere Städte, aber hier Urlaub machen, Touren gibt es dennoch. Steffen Schwarzkopf. Sie tragen keine Kampfstiefel, sondern Laufschuhe. Und schon gar keine Uniformen, sondern Jeans, kurze Hosen oder Röcke. Denn diese Truppe besteht aus Touristen, unterwegs in Kiews Zentrum. Hinein in die schmuckvollen Hinterhöfe, versteckte Cafés und Bars werden erkundet. Wandmosaike an teils 150 Jahre alten Gebäuden. Sightseeing trotz des Krieges. Wenn es Luftalarm gibt, sagt die Touristenführerin Julia, dann sind ganz in der Nähe drei Bunker. Ich sage den Leuten, habt keine Angst, wenn es geht. Und dann entscheiden wir, was zu tun ist, je nachdem, ob es Raketenangriffe oder Drohnen sind. Cool bleiben ist die Devise. Julia Bevtsenko macht im Schnitt 5 Touren pro Woche. 2 Stunden geht es durch die Stadt, inklusive Kurzbesuche in Museen und einem Ausflug in luftige Höhen. Der ehemalige US-Late-Night-Talker David Letterman war schon dabei, einige andere Promis. Sonst sind es aber Kiewer wie Evgeni und Anna, die ihre Stadt besser kennenlernen wollen. Wir sind heute hier, weil wir einfach mal eine Pause brauchten in diesem jetzt schon 1,5 Jahre währenden Krieg. Wir arbeiten hart, spenden der Armee Geld und Hilfsgüter. Ich bin letztens Taxi gefahren, erzählt sie, und plötzlich sah ich 3 Raketen in der Luft. Dazu dauernd die Sirenen, das ist unser Alltag. Davon eine Auszeit zu nehmen, fast ein Luxus. In einer Stadt, die eigentlich so viel zu bieten hat.